Verbindung. Verbindung. Das Wesen Verbindung. Das Wesen Verbindung lebt durch die Verbindung. Also es existiert überhaupt dadurch. Also es führt aber nicht zur Verbindung, es hat keine Erwartung, keine Ziele, sondern es entsteht durch die Verbindung. Und ist sozusagen so ein Austauscher. In der Verbindung fängt man an, Informationen auszutauschen. Es schafft sozusagen eine Plattform, auf der der Austausch überhaupt stattfindet. Das macht das Wesen Verbindung. Und ich hatte eine Vision jetzt. Ich habe ja sozusagen, ich nehme jetzt sozusagen die Menschen als Lichtbläschen wahr, als Lichtblasen. Und sobald ein Mensch mit einem anderen Mensch-Lichtblase zusammenkommt, kommt so eine Art Mandorla. Also, und es passiert sogar nur, wenn man an die Person denkt. Und dann zwischen diesen beiden Kreisen, dort befindet sich das Verbindungswesen. Da agiert es. Es ist sehr herzlich. Das sind so diese Leute, die gerne Veranstaltungen machen. Networking würden die das heute nennen. Das sind diese Leute, die andere Leute zusammenbringen und die daran eine riesige Freude haben. Diese Menschen sind in Verbindung mit diesem Wesen Verbindung. Aber es verfolgt kein Ziel, sondern es erfreut sich nur daran, dass sie sich verbinden. Es hat keinen eigenen Interessen da drin, also das Wesen an sich, sondern es stellt nur diesen Raum der Verbindung zur Verfügung, sodass sich andere da drin verbinden dürfen. Und dieses Wesen findet überall statt, Verbindungswesen. Zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Apfel ist mit einer Lichtkugel und hier ist eine Birne mit einer Lichtkugel, verbinden sich ja die Lichtkugeln wieder, dann fängt die Birne an, sich mit dem Apfel auch zu verbinden. Oder der Tisch und der Stuhl fangen sich an zu verbinden. Also es findet sozusagen jetzt nicht nur auf menschlicher Ebene statt, sondern auch so Tiere. Also wenn Tiere sich begegnen, begegnen sich auch deren Luftblasen. Also so, ich nenne das so lichtvolle, so fast schon so wolkige Blasen. Wahrscheinlich ist es der Energiekörper, der damit gemeint ist. In den Körpern entstehen diese Energie, diese Verbindungswesen. Und dann fängt der Austausch an. Und der Austausch ist nicht nur Information, sondern auch Versorgung. Also wir theoretisch könnten hier das Apfelwesen und uns verbinden. Und im Verbindungswesen findet der Austausch von Nahrung zum Beispiel statt. Ich versorge den Apfel mit Informationen über den Zustand gerade, was gerade ist. Und der Apfel versorgt mich mit Nahrung. Also es findet immer ein Austausch statt. Ein Essen geht nicht in eine Richtung, ein Essen geht immer nach beiden Richtungen. Und das kommt daher, dass wenn man irgendwann gegessen hat, muss man irgendwann auf die Toilette und das wieder von sich geben, der Natur geben. Da wollte der Apfel, dass die Information an den Apfelbaum wieder geht, sodass der Apfelbaum wieder weiter wachsen kann. Weil jede Pflanze ist ein Informationswesen, ein Informationsnetz, was sich mit dem menschlichen Informationsnetz verbinden möchte, um dann weiter zu wachsen, wie in einem Kreislauf. Und so muss man sich das vorstellen, zum Beispiel Apfel und Mensch. Und wir werden bald in der Lage sein, den Apfel nur noch anzuschauen und uns darüber zu versorgen. Wir müssen dann nicht mehr den essen, sondern wenn wir uns des Verbindungswesens, also noch stärker in Verbindung treten, dann fängt der Austausch auf einer anderen Ebene an. Dann brauchen wir sozusagen uns auch, sogar wir können uns sogar den Apfel einfach nur vorstellen.
So wird, irgendwann wird es auch kommen. Und dann ist das eine Form von Lichtnahrung, die wir zu uns nehmen werden. Wir werden irgendwann so grundversorgt sein mit diesen Informationen, dass 80% unserer Bedürfnisse dadurch befriedigt sind. Das heißt, wir sehen dann eine Banane, aber wir müssen diese Banane nicht mehr gezwungenermaßen essen. Wir können sie dann essen. Es ist dann nur noch ein Vorschlag der Natur. Wir können den Apfel essen. Wir können uns aber auch mit dem Apfel unterhalten. Und wir können auch den Apfel essen. Es ist dann uns überlassen. Aber wir müssen nicht mehr, um zu überleben, dann diesen Apfel essen. Das ist dann vorbei. Das dauert noch eine Weile, aber unsere Körper werden sich darin umstellen und das Verbindungswesen ist das bedeutende Wesen, mit dem wir in Verbindung kommen werden. Also je stärker wir uns dessen bewusst werden, des Verbindungswesens, desto stärker werden wir einer vollkommen neuen Kraft bewusst. Das ist sozusagen der Supermarkt der Zukunft für uns. Oder die Networking-Zentrale der Zukunft ist das Verbindungswesen. Ist sehr freudig, hat sehr viel Spaß. Es freut sich über Verbindung. Es ist überglücklich, wenn das geschieht. Also es ist ein prosperierendes Wesen, es ist ein sich sehr stark entwickelndes Wesen. Es ist unaufhörlich entwickelt sich das weiter. Weil es sehr viele Bereiche von Informationsaustausch zur Verfügung stellt. Nahrung, Information, Wissen, Weisheit, Kosmos, Erde, Mensch, Tier, Pflanze, Mineralien. Also es ist enorm vernetzt. Und es ist ein kosmisches Wesen. Das, was ich jetzt beschreibe, ist nur, was im Irdischen abläuft. Das Gleiche findet aber zwischen Planeten statt. Also zum Beispiel die Erde als Energie und der Mond oder andere Planeten, dort findet derselbe Austausch statt. Und dieser Austausch, dieser Mandala, die findet man in der Blume des Lebens wieder. Die Blume des Lebens zeigt das Symbol des Verbindungswesens unter anderem. Befindet sich das wieder drin. Also es findet man da wieder.